Oh, das würde ich eigentlich gern mal spielen, auch D-Corp. Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß, es ist ein FMV. Warum nicht? Ist ein bisschen was anderes. Komm, wir bereiten das mal vor und gucken mal rein. Ich glaube, das ist ganz cool. Das habe ich damals zum Schocktober mir geholt, weil mir gesagt wurde, das hätte auch so ein bisschen Gruselelemente. Winners don't use drugs. Naja, die kennen mich aber auch nicht. Viel Spaß damit. Ich habe keine Ahnung, was es ist, ne? Außer, dass es höchstwahrscheinlich FMV-Elemente hat, also Filmschnipsel und ähnliches. Nase juckt. Habe ich nicht angehört. Okay, egal. Alles, was ich hier habe, ist leider nur ein Koffer voll Pisse. Hey man, listen up. This is your first mission. So I lead, just follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Ja, toll. Der hat mich schon getroffen. Ah, das würde ich schon ganz gerne mit einer echten, so diesen klassischen Light Pistols spielen. Sowas habe ich immer ganz gerne mal gespielt. Ach komm, ey, so schnell? Ja, okay, ich mag's. Tot. Ich kann voll verstehen, dass die bei Star Wars bei den Aufnahmen die Laserschwertgeräusche und die Schussgeräusche gemacht haben. Weil ich würde es auch, ich könnte nicht anders. Ich würde die ganze Zeit piu, piu, piu. Ach so, nachladen. Ich dachte, das ist die alte Endlosknarre. Ich habe ja links gesehen, aber ich dachte, der lädt automatisch nach. Nee. Ja, das war ja mal gar nichts. Mon. Sie erzeugen natürlich ganz gut diese Arcade-Simulation, auch mit dem Token, was reinkommt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in einer Spielhalle steht, mit so einem Lightgun Aufsatz. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch die falsche Waffe, die man da in der Hand hat. Eine ganz andere als das, was hier jetzt gerade erzählt wird, die Beretta oder so. Okay, ab jetzt immer nachladen. Always shoot, never reload. Das machen sie gut, dass sie den letzten Frame, dass sie den wiederholen, damit man diesen Schusseffekt hat. Dadurch wird ganz gut kaschiert, dass das ja Videos sind, die aufeinander abfolgen, unterschiedlicher Natur, die halt geschnitten werden in dem Fall. Ist gut gemacht. Für euch vielleicht ein bisschen komisch, aber das Feedback ist tatsächlich richtig gut. Es ist jetzt hier, mit dem Cut funktioniert es nicht immer so, aber es wirkt einfach durch das Ballern ganz, ganz ordentlich. Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht mit dem VR-Controller spielen kann, ja, kann ich mir vorstellen. Scheiße. Mann! Natürlich. Das muss Spaß machen, sowas zu drehen. Wenn du eine geile Location hast, wo du sowas in so ein, zwei One-Shots mit ein paar Freunden drehen kannst, das ist total cool. Nein, das ist nicht cool. Kolben ins Gesicht ist maximale Uncoolness. Привет. Allow me to introduce myself. Laserface. My name is Viktor Ilyanovich. And I fucking hate cops. Here is my good friend. He's from the Glavnoye Razvedka. And I'm sure he will give you
very special treatment. Mm-hmm. You're getting sleepy? Wake up! Concentrate. Prepare yourself to die. I will be on the phone later on, so I'll give you a call. Na, jetzt geht er. Das ist immer das Beste. Ab in die Tonne. Take a look of my girlfriend. Ludmila! Fuck. Warum? Da. Ah, die gibt uns, ne? Die hilft uns. Do you know my name? Ludmila! Mann, die Ludmilla, immer lässt sie die Messer bei den Opfern liegen. Das hat die jetzt schon dreimal gemacht. Mit der müssen wir wirklich mal reden. Das ist ja genial. Das ist richtig gut. Auch eine gute Technik, finde ich. Einmal zu viel gedrückt. Habe ich nicht so gut abgeschnitten. Warum quietscht auch der Stuhl? Okay. Mon, Gott, Pon, Ackel und Jer. Hey man, listen up. This is your first mission. So I lead, just follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Oh, nö, komm. Nö, da muss ich nochmal neu. Nee. Ach, okay. Na, das dauert ja länger. Ich werde doch nicht, wenn ich am Anfang schon ein Leben verliere, noch weiterspielen. So, ich muss nochmal neu starten. Ja, es ist natürlich arcadig, ne, dass das auch mit dem Neustarten so ist. Aber das finde ich eigentlich schön und gibt dem Ganzen doch den nötigen Flair. Sogar hier diese Art von Werbeanzeige kommt auch nur bei Arcades aus der Zeit. Hey man, listen up. This is your first mission. Growing my grandpa. Okay, ich merk's mir. Hey, back off. Da hab ich hier schon. Dachte schon gerade. Das ist nicht immer so einfach. Man muss halt echt wissen, wo das Bild dann später sein wird. Der sieht ja genauso aus wie die 12 davor. Nee, da, links. Das machen die doch echt sowas von extra. Die Kamera wackelt sich da oben links rum, sodass man gar nicht hinterherkommt mit dem Ding. Das ist echt hinterhältig. Das ist ja echt fies, ey.
Das hänge ich ja wirklich an der Stelle fest. Muss man einfach auswendig lernen. So, ich gehe schon mal dahin. Man muss es halt wirklich auswendig lernen. Ne? Markus Ritter ist echt Badass geworden. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall der nächste Teil. Markus Ritter geht aufs Ganze. Was hätte Markus Ritter für eine Waffe? Allow me to introduce eine alte Lanze, so eine Pike. My name is Viktor Iljanovic. And I fucking hate cops. Ja, und ich hasse lange Exposition und dumme Schneiderätsel. Es ist Schneidzeit. Ich warte. Ich warte auf ihn. Schneidi. 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 Warti. Warten, warten, warten. Schneidi. 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 Ha! Du Scheiße! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Die machen das, also nur zur Erklärung, die waren schon immer früher auch schon so schwer, damit man immer mehr Kohle reinmacht, ne? Aber das, mit der Maus ist die Übertragung halt ein bisschen unfairer, finde ich. Deswegen könnte man da durchaus auch nochmal ruhig ein bisschen, ne? Könnte man schon noch besser machen, ne? Hey man, listen up. This is your first mission. So I lead, just follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Alles falsch gemacht. Okay, ich muss jetzt mich gerade mal ein bisschen hier sammeln. Was kann ich denn vielleicht? Gibt's hier einen Slow-Mo-Modus? So ein Scheiß! Das irritiert mich jetzt, dass ich das nicht hinkriege. Es sollte doch eigentlich machbar sein. Neu. Man kann ja nicht einfach nachwerfen. Das ist so ein bisschen das Problem. Hey man, listen up. This is your first mission. So I lead, just follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Was mich da nervt, ist, dass ihr ja gehört habt, dass ich geschossen habe. Also da ist dann einfach die Zielgenauigkeit, die Abfrage nicht optimal. Oder ich habe wirklich genau an ihm vorbeigeschossen, was natürlich sein kann, aber absolut unrealistisch ist, weil das ja implizieren würde, dass ich nicht perfekt bin. Hey man, listen up. This is your first mission. Man muss echt die Punkte hier aufmalen. Follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Ihr habt's gesehen, ne? Also diesmal habe ich schon dreimal geballert, bis das endlich getriggert wurde. Wahrscheinlich geht das ganze Spiel auch nur 5 Minuten, wenn man alles hat. Dem habe ich jetzt aber wirklich einfach eine Ladung Blei reingeballert. Eieiei, damit kommt er nicht mehr durch die, durch diese Flughafenkontrolle. Durch den 3D-Scanner. Okay, komm jetzt. Zeig dich. Schleich dich. Oder weiche. Das ist noch fair, dass man noch eine Chance kriegt. Aber dieses Überraschende ist schon auch einfach genau das. Überraschend und unfair. Hierhin jetzt gleich. Okay. Ich habe gedrückt in deinen scheiß Arm, habe ich geschossen. Ich habe es genau mitgekriegt. Tür geht auf, ich schieße, was nicht, what's not to like. Ich hab schon wieder geschossen!
Die machen mich fertig mit dem Spiel. Okay, jetzt kommt die Messernummer. Auch wenigstens einmal das Messerding schaffen. Das wär's jetzt. Privet. Allow me to introduce myself. Nein! My name is Victor. Auch eine gute Stelle gefunden. Schneiden, schneiden. Ich schneide an meinem Strick. Ich trau mich nicht, wenn der so lange wartet. Hoch und runter geht das Messer und gleich ist es in dir drin. Ich habe nicht geschnitten. I did not schneid. Was war denn das jetzt? Ich muss nochmal. Ich kann das nicht akzeptieren. Das ist doch nicht okay. Kannst du nicht mit mir machen. Zu lange gewartet. Naja, aber man muss ja... Ich meine, was soll ich denn machen? Darfst nicht zu schnell, darfst nicht zu langsam schneiden. Hey man, listen up. This is your first mission. So I lead, just follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Schnell wie es geht schneiden ist leider nicht so einfach. Der hier ist geschenkt. Okay, jetzt kommt diese komische Tür. Ich gehe mal ein bisschen mehr nach links diesmal. Nicht ganz bitte. I shot you fucking dude so many times. Ach, jetzt also. Jetzt geht's los, Leute. No, I don't want to hear your life story. Allow me to introduce myself. No. My name is Victor. Don't care. Ach nö! Es ist wirklich egal, ne? Man kann hier, ich mach's das schnell, dauert's ewig, mach's das langsam. Die könnten ein wenig hier einen Checkpoint geben an der Stelle. Ein dummes Spiel. Oh, ich bin mal anders gestorben. Okay, wir müssen es noch einmal versuchen. Das muss ich meiner Gamer-Ehre wirklich zugestehen, dass ich es noch einmal versuche. Aber es ist vielleicht einfach nicht machbar. Listen up. This is your first mission. So I lead, just follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Oh.
Wir müssen kurz warten. Allein dadurch, dass diese Erfolge nicht immer replizierbar sind, das irritiert einen dann schon, weil man weiß ja genau, was passiert. Aber dieses Gewackel mit der Wackelkamera. Absichtlich. Hey, back off, okay? Das meine ich, ne? Man hört's doch. Ich hab doch geschossen, ihr habt eure scheiß Abfrage einfach Mist gemacht. Ein Resi in dem Stil wäre ganz nice. Ja, das stimmt. Wenn man so eine alte Villa hätte, könnte man da echt so ein richtig schönes Ding drehen, glaube ich. Ja. Allow me to introduce myself. Finde ich auch nicht schlecht. My name is Viktor Iljanovic. Es gibt ja eins in dem Stil, mehrere sogar, aber ein Arcade. Und auch ein paar für die Konsole. Ey, es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Knapp. Ach Gott, ich hasse dieses Spiel. Okay, letzter Versuch, allerletzter Versuch. Allerletzter Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt, wird dieses Spiel gerefundet. Bam, bam. Aber warum? Weil es da ist. Weil man es besiegen muss. Follow orders. Weil ich aber nur meinen Auftrag erfüllen will. Also was mich wirklich, 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 wirklich frustriert, ist, dass du genau siehst, ich treffe gerade und er registriert es einfach nicht, weil irgendwie den Arm, da hat leider, tut mir leid, da hat irgendwie der Typ, der das irgendwie, der diese Box, die Hitbox gebaut hat, der hat vorhin zu viel gehittet und deswegen, in der Hotbox hat er zu viel gehittet und deswegen hat er es leider hier dann verkackt, aber ist ja egal, weil die Leute bezahlen ja trotzdem. Hey man, listen up. This is your first mission, so I lead, just follow orders. Why wouldn't you follow? Hey, back off, okay? Ich hab ihm jetzt schon wirklich. Oh Gott, oh, dieses Spiel, ey. Das ist kein Rail-Shooter, das ist ein Fail-Shooter.
Irgendwas ist jedoch komisch. Warum geht denn das nicht? Ich habe ja jetzt wirklich ganz erkennbar auf den Kopf. Es ist ab diesem Moment, haben sie die Animation noch nicht fertig, die sie brauchen, um das übergehen zu lassen. Deswegen zählt der Schuss nicht. Das heißt, man muss auch noch wissen, wann man wo trifft. Ah! Hey man, listen up. This is your first mission. So I lead, just follow orders. Letzter Versuch, allerletzter Versuch. Jetzt wirklich allerletzter Versuch. Ach, Nase juckt und läuft. Bisschen krank geworden wieder. Das meine ich, ich habe so häufig geschossen und er registriert es erst beim dritten Schuss, weil dann erst die Video fertig ist. Man muss halt wirklich genau wissen, wo es hingeht gleich mit der Kamera. Was habe ich da immer bekommen? Das haben die mit einer Wunderkerze gemacht, das Flackern eben, oder? Das meine ich jedes Mal, Mann. Ich weiß doch, dass du da bist und du bist in der Mitte von dem scheiß Bildschirm. Dein scheiß Entwickler hat dich einfach scheiß programmiert. Das ist jetzt wirklich der letzte Versuch hier. Weil es bringt ja jetzt nichts. Es macht ja auch keinen Spaß. Aber man sieht hier jetzt ganz gut 7900, wie die Punkte anders verteilt sind, wenn man es eben auch mal verkackt oder nicht immer trifft. Okay. Sitz hier nur. Ich hab nichts gemacht! Okay, fuck you. Fuck you. Nee, Spiel. Fick du dich. Das wird zurückgegeben, die alte Plunze. Die will ich nicht haben. Weg mit der Sau. Support, direkt ab in die, hier, so ein Crap. Es ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte eine Rückerstattung. Wie viel habe ich dafür bezahlt? 3 €. Die möchte ich trotzdem wieder. Spiel ist zu schwer. So, habe ich schön den Steam-Support wieder ein bisschen Arbeit gemacht. Aber ich mache das mittlerweile mache ich das echt konsequent einfach, weil die sollen ruhig auch merken, dass das Spiel an der Stelle nicht funktioniert. Aber es ist interessant, jetzt habe ich es für euch gespielt, da müsst ihr es nicht mehr spielen. Finde ich das jetzt wirklich schlecht? Nein, es ist leider, die Idee war ja eigentlich ganz cool so. Mich würde tatsächlich auch interessieren, was noch passiert. Ne? Ich würde halt trotzdem gerne wissen, ob da am Ende noch irgendwie Aliens dazukommen oder ob das noch irgendwie krass anders wird. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht mit der Story. Aber mit den Szenen und den Schauspielern und so, was die sich so noch ausgedacht haben. Aber es macht einfach null Spaß. Hier, da sagt jemand genau, fast gut zusammen, was ich meine. Not sure what is wrong with the game. Please patch as this has potential to be great. Exactly. Hi, I'm the dev team for D-Corp. I'm sorry to hear that you have issues. What's wrong? Your fucking game sucks. Your fucking game is too hard. People like us in our 40s, we don't have all the time in the world to play this game that much. And we weren't that rich brats.
like you guys, and we couldn't stay in the arcade all day because our parents hated us. We had to go to family events, social events, social gatherings. We couldn't play arcade all day with a big bag of money like you guys, obviously. So, den habe ich jetzt gegeben. Ich habe sogar Minerinho für 99 Cent zurückgegeben. Aber warum? Es ist Minerinho. Da kannst du nicht viel falsch machen. Da hast du Entertainment für Minuten. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab Stuhl!